Wecke. Ja, guten Tag. Mein Name ist Troppelmann. Ich bin Mitarbeiter des Kommunalen Ortsverbands, Zuständigkeit Wohnraumausgleich. Ich nehme mal an, Sie wissen, dass nächste Woche Samstag das Straßenfest bei Ihnen stattfindet, Röcke und Rockermaschinen, also zumindest auch in Ihrer Straße. Wissen Sie? Ja. Nein. Ja. Der Veranstalter wirbt zumindest mit dem heftigsten Straßenfest, seit es Punkrock gibt. Meine Frage ist nun, Herr, die Gruppe Molotow, die Bude brennt, ein sehr freundliches Ensemble, sucht eine Übernachtungsmöglichkeit. Und da dachte ich an Sie. Oh nein, das geht nicht. Hören Sie. Sie profitieren doch davon. Der kulturelle Austausch ist praktisch unbezahlbar. Nee, nein, das geht nicht. Tut mir leid. Gut, Tschüss. also dann kann man nichts machen. Dennoch, vielen Dank. Auch nicht zu. Ja, guten Tag. Mein Name ist Troppelmann. Ich bin Mitarbeiter des Kommunalen Ortsverbands, Zuständigkeit Wohnraumausgleich. Ich gebe ihn mal meinem Vater. Becker? Troppelmann, wie Troppel und dann Mann wie Mann. Vom Kommunalen Ortsverband, Zuständigkeit Wohnraumausgleich. Ich nehme mal an, Sie wissen, dass nächste Woche Samstag das Straßenfest bei Ihnen stattfindet, Röcke und Rockermaschinen, also zumindest auch in Ihrer Straße. Wissen Sie? Ja. Warum? Next. Ja. Ja. Was? Der Veranstalter wirbt zumindest mit dem heftigsten Straßenfest, seit es Punkrock gibt. Bei uns nicht. Meine Frage ist nun, Herr, die Gruppe Molotow, die Bude brennt, ein sehr freundliches Ensemble, sucht eine Übernachtungsmöglichkeit. Und da dachte ich an Sie. Wir haben so schlechte Karten. Haben Sie Hören ganz Sie. schlechte Karten? Sie profitieren doch davon. Der Unser kulturelle Haus ist Austausch ist besetzt. praktisch unbezahlbar. Unser Haus ist besetzt. Gut, also dann kann man nichts machen. Dennoch, vielen Dank.